Heute haben wir Herrn Hasan Burcik an unserem Mikrofon. Hasan Burcik ist ein Jungunternehmer, der innerhalb kürzester Zeit ein Kleinunternehmen mit circa 40 Mitarbeitern aus dem Boden gestampft hat. Das Unternehmen nennt sich Zilka. Lieber Herr Burcik, was bedeutet Zilka? Zilka ist der Vorname von meiner Mutter. Das habe ich aus Dankeschön zu guter Erziehung auch meine Firma so genannt. Sie waren als Intensivpfleger in einem renommierten Krankenhaus angestellt. Was hat Sie veranlasst, sich im Pflegebereich selbstständig zu machen? Nach langer Arbeit im Krankenhaus habe ich angesehen, dass es so großer Bedarf in dem Bereich gibt und durch meine Selbstständigkeit wollte ich in dem Bereich noch mehr Qualität anbieten und den Leuten auch in dieser schwierigen Phase auch helfen oder behilflich sein. Gerade von Jungunternehmern hört man immer wieder, dass einem von Seiten des Staates oder so Knüppel zwischen die Beine geworfen werden. Wie waren Ihre ersten Erfahrungen als Unternehmer? Selbstverständlich, dass es ein Risiko war. Ich bin aber dieses Risiko eingegangen und nach ein paar Monaten hat sie doch herausgestellt, dass sie recht habe. Habe zwar viel gearbeitet, hat mir auch viel Zeit gekostet, aber mir macht es immer noch Spaß und dann jetzt habe ich auch einen gewissen Erfolg. Lassen Sie uns nun ins Detail Ihrer Arbeit gehen. Pflegedienste gibt es in Deutschland einige, doch Sie haben sich auf Intensivpflege und Heimbeatmung spezialisiert. Was bedeutet Intensivpflege und was bedeutet Heimbeatmung? Heimbeatmung bedeutet, wenn die Leute nicht in der Lage sind, durch eigene Muskulatur selber zu atmen und sind auf eine Beatmungsmaschine angewiesen. Diese Beatmung kann durch die Nase geschehen oder durch Luftröhrenschnitt. Meistens werden über das sogenannte Tracheostoma beatmet, einige ganztägig und einige nur stundenweise oder intermittiert. Auf dem Markt gibt es verschiedene Geräte, aber die sind im Prinzip alle gleich. Muss man aber große Erfahrung haben, diese Geräte zu bedienen und zu überwachen. Der Patient muss auch zu Hause, genauso wie im Krankenhaus, eine Sicherheit gegeben werden, damit sie auch zu Hause wohl und sicher fühlen. Was sind das für Patienten, die Sie betreuen? Meiste Patienten sind Patienten, die eine Muskelschwäche haben. Das ist sogenannte ALS, Amyloid-Laterale Sklerose und andere Muskeldystrophie. Bei denen ist im ganzen Organismus gesund, bloß dass die Muskeln nicht in der Lage sind, entweder sich zu bewegen und damit sind auch Atemmuskulatur betroffen. Mit Zeit wird auch die Atemschwäche immer stärker, dass der Leute bedroht, dass die auch quasi nicht mehr selber atmen können und das Kohlendioxid so stark, dass sie eine sogenannte CO2 oder Kohlendioxid-Narkose fallen. Um das zu vermeiden, Leute meistens kriegen zum Anfang Maskenbeatmung, das heißt über Nase und Mund und dann am Ende Phase, das reicht nicht mehr so aus. Da muss man, wenn man sich dafür entscheidet, einen Luftröhrenschnitt machen und dann über direkt über oder Luftröhre beatmen. Nach einem Krankenhausaufenthalt ist es für die Patienten sehr schwierig, einen geeigneten Pflegeplatz zu bekommen. Meist scheitert dies daran, dass in unmittelbarer Nähe des Patienten keine Unterbringungsmöglichkeiten vorhanden sind. Gerade hier setzt Ihr Pflegedienst an. Können Sie eine rund um die Uhr Betreuung garantieren? Ja, was allerdings nicht so einfach ist, man muss schon im Voraus einige Voraussetzungen haben, und zwar, dass man häusliche Räumlichkeiten haben, dass man genug Platz hat für ihr Bett, weil da muss man quasi eine kleine Intensivstation zu Hause richten und personell, man braucht schon mindestens vier Krankenschwestern oder Krankenpfleger, um Dienste zu abzudecken, sprich 720 Stunden in einem Monat. Das braucht auch Zeit, so ungefähr 1 bis 2 Wochen braucht man mindestens, bis man das alles organisiert, dass es reibungslos abläuft zu Hause. Gerade bei der Intensivpflege kann man ja keine Hilfskräfte ans Bett setzen. Sind all Ihre Krankenpflegerinnen examinierte Fachkräfte? Ja, selbstverständlich, weil diese Arbeit ist so anspruchsvoll, dass man dann nur examinierte Krankenschwester oder Altenpfleger zumuten können und allerdings auch die Kostenträger verlangen es auch. Aber nichtsdestotrotz ist es auch wichtig, dass die Leute mindestens Examen haben und ist erwünscht, dass sie 2 bis 3-jährige auch Erfahrung in dem Bereich, sei es Intensivstation oder eine Heimbeatmung. In den Nachrichten hört man immer wieder, dass im Gesundheitswesen Mangel an Fachkräften besteht. Bekommen Sie genug Fachkräfte? Ja, leider nicht. In dem Gebiet ist heutzutage sehr schwer, eine examinierte Krankenschwester zu kriegen. Viele gute Schwestern sind im Krankenhaus und sie wollen ihren Arbeitsplatz nicht wechseln. Wir versuchen trotzdem in unserer Firma Arbeitsplatz attraktiv zu machen, mit guter Bezahlung, mit guter Einarbeitung. Und das nehmen wir als quasi Chefsache, ganze Einarbeitung, Motivation von Mitarbeitern, Teambesprechungen und täglich, dass man Leute motiviert und noch selbstbewusster in ihrem Beruf zu machen. Im Mai soll es für polnische Fachkräfte die Möglichkeit geben, in Deutschland arbeiten zu können. Wird dies für das deutsche Gesundheitswesen Ihrer Meinung nach etwas Entlastung geben und in Ihrem Fall vielleicht?
Ich glaube ja, wobei man ganz vorsichtig sein muss, dass man nur die Leute, die entsprechend auch Qualifikation haben, die auch einigermaßen Deutsch auch beherrschen und Erfahrung haben, dass sie auch ganz legal auch in Deutschland arbeiten. Da muss man ein Spitzfingergefühl haben, dass man die Leute so auslässt, dass man richtig nur die ganz gut sind und qualifiziert ihn nach Deutschland holt. So, also ich bedanke mich dann erstmal für das nette Gespräch und würde jetzt ganz gerne von Ihnen wissen, wo kann denn der Hörer weitere Informationen über Sie und Ihr Team erhalten? Alle Informationen rund um die Heimbeatmung und die Sinnpflege können Sie unter www.zielka-heimbeatmung.de erhalten.